Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundin, lieber Freund, liebe Kinder. Heute berichte ich gerne über ein weiteres Wunder, das geschehen ist. Es geht um einen jungen Mann, der mit der schweren Krankheit Leukämie, mit der chronischen myologischen Leukämie behaftet war. Er war sehr unglücklich, als er das erste Mal nach Ibiza kam, in Begleitung seiner Frau. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie es aussehen würde, wenn man selber betroffen ist oder einer in der Familie betroffen ist. Das ist schon furchtbar. Und er setzte auch alle Hoffnung in den Wunderheiler. Und er wurde auch eines Besseren belehrt, dass Gesundheit nicht hier auf der Erde bestimmt wird. Dass nicht einer Gesundheit bestimmen kann. Jeder kann sein Bestes tun und geben, was ja auch jeder Schulmediziner macht. Aber manchmal ist ein Wunder erforderlich oder Krankheit auch ein Weg, um zu erkennen, dass man seine Seele, die ja die Nahrung für den Körper ist, über Jahre vernachlässigt hat. Also Hansi kam zu mir, war sehr betrübt. Ich versuchte ihn natürlich etwas zu trösten, aber es gelang nicht so richtig. Aber gleich bei der ersten Behandlung, als er dann auf der Liege lag, die Meditationsmusik begann, bekam er Trost. Er bekam den schönsten Trost, den sich jeder Mann nur wünschen kann. Den Trost von himmlischen Düften, von Rosenduft, von Weihrauch, von frisch gebackenem Brot, wo, wir sprachen ja schon mal darüber, jeder einzelne Duft eine Bedeutung hat. Und schlagartig wurde ihm klar, warum er krank ist, wieso er krank ist. Wir setzten die Behandlungen vor, wir sprachen natürlich nach jeder Behandlung miteinander und er suchte auch in jeder freien Minute, die ich hatte, meine Nähe, um mich zu befragen, um mit mir zu reden, um sich seinen Trost zu holen und ob es wirklich wahr ist, dass dieser Duft aus dem Himmel kam. Dann fing er wieder an zu glauben. Er fing an zu beten. Und er nahm es einfach so hin und dankbar hin. Er sagte, dass ich so etwas erleben darf. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor dieser Krankheit. Ich weiß, der Himmel existiert. Er hatte keine Angst vor dem Abschied nehmen. Natürlich wollte er nicht hier von der Erde seine Frau alleine lassen. Ja, er hatte das Ziel, weiterzuleben. Aber dann begann sein Leben richtig. Er hat den Glauben für sich entdeckt. Er hat die Sakramente wieder für sich entdeckt. 2 Jahre lang besuchte er mich noch auf Ibiza. Er nannte das immer Seele tanken, auftanken. Ja? Und seine Werte, seine Blutwerte wurden immer besser. Und nach 2 Jahren war die endgültige Diagnose da. Er ist gesund. Ist das nicht wunderschön? Gesund. Dieses Wort zu hören, auch für alle, die involviert waren, seine Frau, seine Familie, ich natürlich auch für meinen Vater. Dankbar, Dankbarkeit dem Himmel, Padre Pio gegenüber, Jesus, die Mutter Gottes. Bitte, nochmal, meinen Aufruf, wenn ihr verzweifelt seid, was Gesundheit betrifft oder Angst habt, wendet euch voller Vertrauen. Diejenigen, die ungeübt sind im Beten, ein Gespräch mit Gott, mit dem Himmel, ist auch ein Gebet. Und der Herrgott versteht es besser, wie wir es je mit unserem Verstand tun können. Ich möchte jetzt damit abschließen und wünsche Ihnen Gottes Segen und seien Sie behütet. Bis zum nächsten Mal.